Hi ihr Lieben, immer wieder kommt die Frage, wie schaffe ich das, dass die Schlägerkopfgeschwindigkeit höher wird, beziehungsweise wie schaffe ich es, dass der Ball weiter fliegt. So, letztendlich kann man da das Rad nicht neu erfinden. Es gibt Hebelwirkungen und da habe ich auch schon ein Video für euch gemacht, die drei Hebel des Rückschwungs, um die einfach nochmal durchzugehen, die Körperdrehung, der Armhub und natürlich die Handgelenke. Jeder dieser Hebel hat die Eigenschaft, den Schläger zu beschleunigen. Also wenn wir uns das jetzt mal einfach überlegen, wenn ich jetzt quasi sage, ich mache die Drehung schneller, wird auch letztendlich der Schläger schneller sich bewegen. Wenn ich den Armhub mache im Zeichen von einem Armzug nach unten, werde ich auch den Schläger hier schneller bewegen können. Und letztendlich die kleinen Scheißerchen, die Handgelenke, wenn die schneller loslassen, zack, hier unten schneller sich bewegen, wird der Schläger sich auch schneller bewegen. Ja? Also wie gesagt, das ist alles kein Hexenwerk. Man muss sich das nur überlegen, welcher Hebel ist jetzt für einen der passende, den Schläger schneller zu bewegen. Wenn man jemand ist, der viel aus den Händen, der einen guten Touch hat, der viel aus den Händen schlägt, dann ist es mit Sicherheit eine gute Vorstellung, aus den Händen den Schläger zu beschleunigen. Wenn jemand sagt, gut, ich mag diese Drehung gerne, man muss aber auch sagen, Vorsicht, 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 Obacht. Wenn ich nämlich versuche, aus der Drehung den Schläger zu beschleunigen, was kann passieren? Es kann passieren, dass der Schläger hier schon viel zu früh entwinkelt, sprich, dass die Schlagfläche zugeht, dass der Schläger von außen kommt und der Ball wird sich weit nach links verabschieden. Mein persönlicher Favorite ist immer der Armzug. Mein Armzug, den kann ich auch super trainieren, indem ich mit einem Terraband nach unten ziehe, an einem Gewichtszug, an so einem Turmgewicht nach unten ziehe. Letztendlich ist das für mich die Vorstellung an einer Glocke nach unten, diese Glocke hier hinten nach unten zu ziehen. Das ist für mich persönlich der einfachste Weg, den Schläger zu beschleunigen. Ja, also aus diesen drei Hebeln, Drehung, Armzug vom Armhub oder die Handgelenke sind drei Möglichkeiten, den Schläger zu beschleunigen. Jetzt gibt es noch eine vierte Möglichkeit, die letztendlich zwar die komplizierteste ist, aber die absolut effektivste, und zwar über die Beinarbeit. Ich habe euch schon mal ein Video gemacht über die Beinarbeit. Das ist letztendlich eine kleine nach hinten Sitzbewegung ist, nach unten und dann ein Sprung aus dem Squat nach oben. Wenn das passiert, ich mache euch das einmal vor, wenn ich quasi nach unten gehe in den Squat und nach oben springe, hat der Schläger gar keine andere Möglichkeit, als schneller zu werden. Ja, eine Hebelwirkung aus tief nach oben, einen Sprung quasi aus einer Kniebeuge nach oben zu springen, wird der Schläger auch definitiv schneller werden. Also ihr habt jetzt vier Möglichkeiten, den Schläger schneller zu machen. Findet mal selber raus, beziehungsweise überlegt mal, welche Hebel ihr denn eigentlich im Rückschwung gut macht. Die Drehung, den Armhub, die Handgelenke. Und dann könnt ihr mal ausprobieren, gut, Handgelenke ist die Nummer. Das ist natürlich schon sehr dünnes Eis, auf dem man dann geht, wenn man einfach sagt, man versucht, die Handgelenke schneller zu releasen. Wie gesagt, mein persönlicher Favorite ist immer der Armzug, weil ich dann von hier hinten immer die Vorstellung habe, an etwas Schweres nach unten zu ziehen. Und dann wird die Geschwindigkeit natürlich höher. Probiert es mal aus. Ich bin mal gespannt. Lasst mich wissen, wie das klappt, wie ihr das so macht. Sagt mir hier auf YouTube, auf Facebook und natürlich auf Instagram Bescheid. Ich würde mich freuen über eure Wege, wie ihr versucht, den Ball schneller weiter nach vorne zu bekommen. Blöd draufhauen, der Ball rechts und links fliegen, das bringt sowieso nichts. Dann bleibt lieber bei der etwas langsamen Schlägerkopfgeschwindigkeit. Aber den Weg für euch, wie ihr das machen würde mich sehr interessieren. Also ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg damit und bis zum nächsten Mal. Ciao!